komt moeder 's nachts een vrouw bij een lantaarn, geverfd als heidenen hun doden verven. Ik zei tot haar, vrouw, ik ben moe van zwerven. Zij lachte om mijn wit pak en mijn gebaren. En ik zei weer, laten wij samen sterven, vrouw. Mijn naam is Piero. Ik vroeg de hare. Wij dansten samen of we dronken waren. En mijn stuk hart rammelde van de scherven. Dit was een dans op de uiterste rand der steilten van verbijstering. Als een brand joeg waanzin door mijn lijf heen, dat ging breken. Als wie een moord deed, heb ik omgekeken en zag me alleen staan in de vale straat en vluchtte weg en sloeg me voor het gelaat. Ich traf des Nachts eine Frau an der Laterne. Bemalt, wie Heiden Todbemalung fanden. Ich sagte, Frau, ich hab genug vom Wandern. Sie lacht auf die weiße Tracht und mein Gebärden. Ich sprach noch einmal, lass uns zusammen sterben, Pierrot heiß ich, und fragte ihren Namen. Und wie betrunken tanzten wir zusammen, mein Herz zerbrochen, rasselte in Scherben. Dies war ein Tanz auf letzter Stufe, Kante der Bestürzungshöhe, und es brannte wie ein Feuerwahnsinn mir im Leib. Ich sah zurück wie ein Mörder, den es treibt zum Tatort, sah mich allein im schmutzigen Licht und floh und schlug mir selber ins Gesicht. Pierrot. Pierrot ist eine Art Harlekin-Figur, erfunden von einem französischen Pantomimen des 19. Jahrhunderts. Er ist eine Art Don Quixote der Liebe und demnach immer aussichtslos verliebt. Ich traf des Nachts eine Frau an der Laterne. Nachts an der Laterne trifft man Frauen doch normalerweise nur, wenn sie der Liebe gewerblich pflegen, also hier stimmt schon etwas nicht. Bemalt, wie Heiden Todbemalung fanden. Mit wenigen Worten eine sehr morbide Szenerie. Sie ist bemalt, also wohl übertrieben geschminkt. Und wenn nur Heiden ihre Toten so bemalen, wie es genauer im niederländischen Original heißt, dann haben wir den Tod auch als solchen schon vor Augen und das eben nicht Christliche an ihr. Ich sagte, Frau, ich hab genug vom Wandern. Das Wandern ist hier vor allem das Suchen, nämlich nach der großen Liebe. Sie lacht auf die weiße Tracht und mein Gebärden. Was an ihr morbide ist, das ist an ihm lächerlich, sein Pierrot-Kostüm und seine clownesken Bewegungen. Ich sprach noch einmal, lass uns zusammen sterben. Das ultimative Liebesklischee. Pierrot heiß ich und fragte ihren Namen. Ihr Name spielt aber dann doch keine Rolle und bleibt dem Leser verborgen. Er wird nur um der Kontaktaufnahme willen erfragt und hinterher sofort vergessen. Und wie betrunken tanzten wir zusammen. Immerhin so weit lässt sie sich auf ihn ein, falls nur er im Rausch ist und sie nur so tut. Pierrot würde es nicht bemerken. Mein Herz zerbrochen rasselte in Scherben. Ob das Herz jetzt erst oder sowieso schon kaputt ist, spielt keine große Rolle. Das zerbrochene Herz ist eine Grundeigenschaft Pierrots. Dies war ein Tanz auf letzter Stufe Kante der Bestürzungshöhe, und es brannte wie ein Feuerwahnsinn mir im Leib. Äußerste Bestürzung und Wahnsinn als Folge dieses Tanzes. Vielleicht sind wir in die Irre geführt worden, denn ich sah zurück wie ein Mörder, den es treibt zum Tatort, sah mich allein im schmutzigen Licht und floh und schlug mir selber ins Gesicht. Das Gefühl, eine Untat begangen zu haben, beschleicht ihn.
Und was ist die Untat? Er hat nur geträumt. Da ist niemand zu sehen als er selbst. Diese Spaltung in ein beobachtendes und beobachtetes Ich kennen wir gewissermaßen auch als Heinrich Heines Doppelgänger, der sich selbst vor dem Fenster der Geliebten klagen sieht. Das Ende ist, dass Pierrot sich von seiner eigenen Sehnsucht gedemütigt fühlt, davor flieht und sich selbst bestraft.